Hallo, ich bin Philipp, das ist Digi Fernunterricht und ich möchte in einer Folge, in der der Digi Fernunterricht vielleicht schon etwas vorbei ist und zum Hybridunterricht übergeht, zumindest für mich, über den Begriff des Postdigitalen sprechen und ein bisschen mit euch darüber nachdenken, was postdigitale Schule ist. Ich habe da unten, seht ihr auch einen Blogpost dazu geschrieben, wo ihr das auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr das schriftlich haben möchtet. Postdigital bedeutet nicht, dass das Digitale keine Rolle mehr spielt. Es ist ein Begriff, der so ein bisschen auf diese Vorstellung der Postmoderne beruht. Das ist nicht eine Zeit, die nicht mehr modern wäre, sondern in der sich halt neue Fragen stellen, in der bestimmte Gegensätze überwunden sind. Und so ist es mit dieser Postdigitalität oder postdigital als Adjektiv zu verstehen. Es ist eine Denkweise, die nicht mehr über Digitalisierung, ich setze das mal in Anführungs- und Schlusszeichen, nachdenkt, sich fragt, also was passiert jetzt, wenn Schule irgendwie digital wird, sondern die davon ausgeht, Schule ist digital, auch digital, das Digitale ist irgendwie da und was passiert jetzt, was macht man damit? Wie man sich das genau vorstellen muss, das wird jetzt auch klar. Ich beziehe mich auf zwei Vorlagen. Es ist einerseits der Aufsatz von Robin Schmidt über postdigitale Bildung, der ist letzte Woche erschienen und möchte da vielleicht noch ganz kurz auf den ersten Satz von Nicole Ponte hinweisen, der, ihr seht ja, like air and drinking water, damit wird Digitalität verbunden. Also es ist etwas wie Luft oder Wasser, bei denen die Präsenz, wenn wir Wasser haben oder wenn wir Luft haben, die wir atmen können, das ist nichts, was wir besonders bemerken, sondern wir bemerken es nur, wenn es nicht da ist, wenn es fehlt. Und das ist die postdigitale Haltung. Also ich merke, dass es digitale Dinge gibt, nur dann, wenn das Internet nicht funktioniert oder wenn mein Gerät keinen Akku mehr hat, dann merke ich es. Aber sonst gibt es nicht die Frage, nutzen wir auch digitale Geräte? Zumindest unser Alltag ist komplett postdigital. Es ist völlig selbstverständlich. Und wir haben Medienschaffende vor ein paar Jahren immer wieder die Frage gestellt, wie lange sind sie denn online pro Tag? Und dass wir in einer postdigitalen Zeit leben, zeigt, die Frage ist heute bedeutungslos geworden. Wenn ich wach bin, bin ich online und sogar wenn ich schlafe, bin ich wahrscheinlich online. Also es ist nicht, die Frage ist nur, es wird nur dann virulent, wenn ich mal nicht online sein kann. Dann merke ich es irgendwie, dass da was ist und sonst ist es eigentlich immer da im Hintergrund, das Digitale. Das ist das, was Nicole Ponte schon 1998 gesagt hat und was mit postdigital gemeint ist. Der zweite Text ist von Felicitas McGilchrist, die sich über digitale Bildungsmedien Gedanken gemacht hat und im Schlussabschnitt da in, das ist ein ganz wichtiger Text, auch der ist dann unten verlinkt, im Schlussabschnitt geht sie auf postdigitale Bildung ein, was es genau ist, auch ein Beispiel von einer Schule. Ich werde da gleich nochmal darauf zurückkommen mit einem Zitat. Jetzt ist Ihre Definition des Postdigitalen, die finde ich sehr einleuchtend und sehr sinnvoll, um noch einmal zu erklären, was gemeint ist. Also Digitalität ist der Hintergrund des Alltags, es ist immer schon da und nicht im Vordergrund. Also es ist nicht so, dass man in einer postdigitalen Schule irgendwie bemerkt, ah, da werden digitale Geräte benutzt oder sich viele Gedanken darüber macht, sondern Lernen ist immer auch Lernen mit digitalen Medien, das ist wie selbstverständlich im Hintergrund. Genauso wie niemand sagen würde, aber was ist jetzt eine Schule, die in der Schulhefte und Papier und Kugelschreiber benutzt werden? Nein, es ist eine Post-Notiz-Schule, weil wir das gar nicht mehr als Differenz wahrnehmen. Wir denken nicht, es gibt Schulen, an denen Notizen angelegt werden und Schulen, an denen es nicht der Fall ist. Und genauso wäre ein postdigitales Mindset, wäre zu sagen, es gibt nicht Schulen, die Tablets benutzen oder die Interactive Whiteboards haben, sondern Schulen sind postdigital in dem Sinne, das ist bei allen einfach selbstverständlich. In meinem Unterricht, das ist ein Bild, das die NZZ gemacht hat, da sieht man das, wie das bei mir läuft. Also diese Geräte sind
immer schon da. Die Schülerin, die schaut jetzt hier auf ihr Handy, um eine Frage zu beantworten. Das ist ganz selbstverständlich. Also es wäre nichts, was ich jetzt irgendwie reglementieren würde. Ich sage nicht, sie soll das Handy benutzen. Ich sage auch nicht, sie soll es nicht benutzen. Es ist postdigital. Es ist einfach klar, wenn sie es benutzen will, dann benutzt sie es, weil sie sich davon etwas verspricht. Und wenn sie das nicht will, man sieht ja auch andere Schülerinnen, die keine Handys benutzen, kann sie es auch nicht tun. Aber es ist im Hintergrund, es ist nicht im Vordergrund, dass das jetzt meine Aufmerksamkeit oder ihre Aufmerksamkeit besonders binden würde oder zu großen Entscheidungen führen würde. Robin Schmidt, jetzt gehe ich noch ein paar Zitate ein, und das eine ist jetzt das von Robin Schmidt, der sagt, dass durch diese Handys, wenn man das jetzt so will, das sind ja nach Lisa Rosa Kulturzugangsgeräte, also dass da jetzt Wissen drauf ist. Und was Schmidt sagt, ist, wenn Schulen postdigital werden, dann geht es nicht mehr so stark darum, wer hat welches Wissen im Sinne von Besitz. Schmidt sagt auch Kapital. Ich habe diese Klammerbemerkung gelöscht, um das Zitat etwas einfacher zu machen, sondern es geht viel stärker um den Bezug eines Menschen auf einen Stoff, vielleicht auch den Bezug mehrerer Menschen auf einen Stoff. Also man tritt in eine Interaktion mit dem Stoff, mit anderen Menschen über den Bezug zum Stoff, und nicht unbedingt so, dass man Wissen hat und es weitergibt, sondern dass man gemeinsam sich in eine Beziehung setzt mit dem Stoff. Ja, er spricht dann auch von einem Dialog. Schmidt geht auch so auf ein sokratisches Ideal des Wissensaustauschs ein. Das wäre so die Möglichkeit, wenn das in postdigitalen Schulen akzeptiert ist, dann stellen sich auch nicht mehr so die Probleme. Wie macht man jetzt Prüfungen, wenn Schülerinnen und Schüler die Handys haben? Wie kann man verhindern, dass sie da betrügen, weil es gar nicht mehr darum geht, Wissen verfügbar zu haben, sondern was in dieser Interaktion mit dem Stoff passiert? Dann kommen ganz andere Formen von Leistungsüberprüfung oder von Leistungsnachweisen, rücken da ins Blickfeld. Dann komme ich zum Zitat jetzt aus dem Text von McGilchrist, wo gezeigt wird, wie Innovation sich verändert. Und da ist ganz wichtig das Beispiel, das jetzt im Text erwähnt wird. Da wird gesagt, das passiert häufig bei Brennpunktschulen, bei Schulen, die weit weg von einem gymnasialen Ideal sind. Und da wird deutlich, dass die schulische Alltagspraxis verändert werden muss. Was heißt das? Das wird im Text so ausgeführt, dass es räumliche, pädagogische, auch mediale Maßnahmen sind, die ergriffen werden, um den Schulalltag zu verändern. Und Schulen denken dann Medien als einen Teil eines Schulentwicklungsprozesses, wo ganz konkret der Schulalltag so verändert werden muss, damit die Schülerinnen und Schüler gut lernen können, und nicht gesagt wird, ja, wir führen jetzt Tablets ein oder wir sind jetzt eine Bring-Your-Own-Device-Schule oder wir haben irgendein Leuchtturmprojekt am Laufen, mit dem wir uns profilieren können, sondern es geht darum, die Zusammenarbeit mit den Lernenden, ihre Lernprozesse so zu verbessern oder eine Entwicklung in Gang zu setzen, dass die gelingen kann, ohne dass man jetzt ganz große digitale Themen oder digitale Kisten andenkt, weil man postdigital ist, spielt das alles immer mit, aber es ist nicht der Fokus dieser Bemühungen, sondern im Fokus stehen die Menschen, ganz ähnlich wie das jetzt auch Robin Schmidt hier formuliert hat. Dann noch einmal kurz zu Schmidt, ein Zitat von ihm, wo es dann letztlich um die Verantwortung geht, und das scheint mir auch ganz wichtig zu sein. Heute definieren Schulen oft die Verantwortung so, nämlich was hier steht, Annahme und Ablehnung oder Annahme oder Ablehnung, nämlich wollen wir digitale Technik für die und die Aufgabe oder wollen wir keine digitale Technik und warum wollen wir sie oder warum wollen wir sie nicht. Postdigital stellt diese Frage gar nicht, sondern stellt dann die Frage nach der Verantwortung, nämlich das ist jetzt der Schlusssatz, wie diese Technologie auf uns wirken soll. Also es ist nicht die Frage, gibt es die Technologie, die ist ja immer schon da, sie ist im Hintergrund. Und jetzt die Frage ist, was macht das mit uns? Und
Welche Gestaltungsräume eröffnet das? Also wo können wir etwas beeinflussen und wie wirkt sich dieser Einfluss, den wir haben, auf uns aus? Dass das letztlich die Frage der auch technologisch geprägten Verantwortung ist, die halt dann mehr ist als die Möglichkeit, irgendetwas zu verhindern oder ein Projekt durchführen zu können, sondern dass es gar nicht mehr so dieses ist es möglich, soll es möglich sein, sondern wenn es so ist, dass es das gibt, wie wirkt es auf uns? Also so ein bisschen ähnlich, man kann es gut mit dieser Strahlen, mit diesen Strahlenängsten vergleichen, wo gesagt wird, ja, aber wenn wir jetzt in einer Schule, sagen wir in einer städtischen Schule, wenn wir da WLAN installieren, dann was passiert da mit all dieser Strahlung? Und vergessen wird, dass es natürlich schon ganz viele Netzwerke gibt, die strahlen, die schon da sind. Und ich mir jetzt schon überlegen kann, wie wirkt das auf uns, aber ich kann nicht verhindern, dass diese Strahlung von digitalen Geräten irgendwie präsent ist und dass die im Alltag da ist. Ja, das wären die Gedanken zur postdigitalen Schule gewesen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wie gesagt, da unten gibt es ganz viel Lesestoff von mir, von Robin Schmidt, von Felicitas McGilchrist. Lest bitte auch diese Originaltexte. Es ist wirklich sehr hilfreich, auch war auch hilfreich für mich. Und ich denke, der Begriff ist wirklich ganz gut zu sagen. Wir müssen versuchen, Schulen so aufzustellen, dass in den nächsten Jahren postdigital werden und nicht mehr ständig diese Diskussion im Hamsterrad führen müssen, wollen wir uns in welcher Form digitalisieren, sondern dass Digitalisierung oder Digitalität als eine Realität akzeptiert wird und dass vor dem Hintergrund dieser Realität Schulen entwickelt werden können.